Hallo Freunde aus Bayerisch Eisenstein. Ich habe mir eine 5-Tage-Rundwanderung vorgenommen. Ich gehe jetzt über den Goldsteig rauf auf den Großen Aber und von dort aus werde ich dann über mehrere Tausender wandern und habe alles dabei für die Zeit. Also Nahrung kein Problem, super Ausrüstung, habe Schneeschuhe dabei, Trekkingstöcke, Wechselklamotten, also kann nichts anbrennen. Wir haben zurzeit minus 4 Grad und soll dann auch die Tage noch ein bisschen schneien. Ich freue mich wahnsinnig auf alles, was kommt und nehme euch sehr gerne mit. Ach, das ist so ein richtig cooler Aufstieg hier. Ich freue mich wahnsinnig. So, wo sind wir jetzt? Aha. Als erstes Highlight kommt der große Abersee. Na gut. So, das ist der große Auersee. Hier ist leider eine Straße und hier sind viele Touris. Ich gucke, dass ich hier wegkomme. So, ich habe mir jetzt einen Lagerplatz gesucht. Ab 16 Uhr wird es ja schon dunkel. Jetzt ist 17 Uhr. Eine Weile gebraucht, bis ich das Tarp hier aufbauen konnte. Ist auch nicht so perfekt, aber wird schon halten für die Nacht. Ja. Das ist meine Höhle. Na gut. So, und jetzt gibt's was zu essen. Ja, und absolut windstill. So, ich schmelze mir mal ein bisschen Schnee und dann machen wir erstmal einen Tee. Und dann sehen wir weiter. Hey, wir haben Vollmond. Ist das toll. Und was gibt's zum Abendessen?
Chicken and Noodles. Guten Appetit. Ja, wenn der Mond schon scheint, dann gehe ich auch ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, schon guten Morgen, ihr Lieben. Das ist das Problem im Winter, ne? Es wird ganz früh dunkel, man geht früh schlafen und dann hat man nach hinten raus Probleme. Es ist jetzt 4 Uhr morgens und kann absolut nicht mehr schlafen. Hab mir jetzt so ein bisschen Katzenwäsche gemacht, habe meine Sachen gepackt und werde ein bisschen laufen und guck mal, wo ich mir dann mein Frühstück gönnen werde. Ja, halbe, dreiviertel Stunde im Schnee zum großen Aber. Und da geht's lang. Ja, Hammerweg. Endlich. Single Trail. Weiter, weiter. Immer weiter. Ja, da unten sieht man Bayerisch Eisenstein. Aber ich muss ja da lang. Ja, bin auf dem Gipfel. Ja, ich komme mit einer Seilbahn, mit einem Fahrstuhl, haben die alles. Naja, schön, dass ich so früh morgens da bin. Ich gebe sie so gut wie für mich alleine. Und ein Sonnenaufgang. Yes. Und das ist jetzt der Blick nach Tschechien in den Böhmerwald. Ja, das ist mein Frühstück. Haferflocken mit Apfel und Kaffee, Makrelenfilets und Pumpernickel. Guten Appetit. Ja, nach einem lecker Frühstück werde ich jetzt die Tour fortsetzen. Es geht zum kleinen Abersee und ich denke, dass ich dann da meine Mittagspause einnehmen werde. Ja, Schneeschuhwandern macht tierisch Spaß, ist aber mit 20 Kilo Gepäck mega anstrengend. Ich vergesse die ganze Zeit das Film. Tut mir leid, Leute. Aber nur, dass ihr wisst, da geht's lang. Und vielleicht noch mal ein Blick ins Tal. Ja? Sieht schon geil aus, ne? Was für eine traumhafte Landschaft. Großer Aber, du bist der König vom Bayerwald. Bayerwald rocks, yeah! Das ist der kleine Aber. Weiter, weiter, immer weiter. So eine tolle Landschaft.
Mal ganz ehrlich, das Panorama ist doch Hammer. Winter oben auf dem Berg und im Tal, ja, kein Schnee. Alles richtig gemacht. Und das ist der Abstieg vom kleinen Aber zum kleinen Abersee. Was für ein traumhafter Pfad. So, ist der kleine Abersee. Ich guck, wo ich einen Rastplatz finde. Dann möchte ich mir ein Steak grillen. So, habt ihr mal eine Bank gefunden? Mit dem Grillen lasse ich lieber. Das ist hier ein Naturschutzgebiet. Hier sind Leute, da gibt es nur Ärger. Also mache ich mir irgendeine Tütennahrung und das Grillen, das mache ich am Abend oder wenn ich in Tschechien bin. Ja, nur zum Beweis, Wort gehalten. Habe ich den kleinen Abersee eigentlich schon so richtig gewürdigt? Ich finde den wunderschön, wunderschön. So, ich habe mein Lieblings-Tarp-Shelter-Setup aufgebaut. Das mit den Türen kann man öffnen, kann man schließen. Finde ich richtig gut. Es gibt etwas anderes, was mich beunruhigt. Ich zeige euch das mal. Direkt jetzt beim Lageraufbau entdecke ich diese Spuren hier. Da sieht man sie am besten. Ich vergrößere mal. So, was ist das? Was ist das? Also, definitiv ein Raubtier, ne? Würde ich mal so sagen. Wolf, Luchs, Fuchs? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, meinen Tarp jetzt wieder woanders aufzubauen. Ne, da ist er lang gelaufen. Kann ja auch bedeuten, dass er nicht wieder zurückkommt. Also ist schon ganz gut, dass ich diesmal die geschlossenen Türen habe. Und ja, vielleicht mache ich auch ein kleines Feuerchen mit der Buschbox. Ich weiß es nicht. Aber wer Ahnung hat, kann mir gerne mal reinschreiben, was er denkt, was das hier, was das ist. Da. So, Lager ist fertig. Nun kann ich ein bisschen entspannen. Ich habe mir hier auf der Karte vom Alpenverein angeguckt, was ich morgen mache. Und ich denke, ich werde zum Osser gehen. Es gibt einen großen Osser und einen kleinen Osser. Und der ist an der deutsch-tschechischen Grenze. Da gibt es dann auch den Grenzweg. Da läuft man also immer an der Grenze entlang. Finde ich richtig spannend. So, das ist so der Plan für morgen. Ja, 17.30 Uhr. Ich hau mich jetzt in meinen Schlafsack, werde ein bisschen dösen und hoffe, dass ich schnell einschlafe. War ein schöner Tag, ich freue mich auf morgen. Guten Morgen. Ich habe super geschlafen. Ich denke mal bestimmt 8 bis 10 Stunden. Weiß das nicht genau, aber in dem Fall viel länger als gestern. Es ist jetzt 7:30, was für mich extrem spät ist. Jetzt gibt's Frühstück, ein Müsli mit Beeren, Sardinen mit Chili, dazu Pumpernickel, ein Kaffee und für den Tag, für die Thermoskanne, grüner Tee. Morgen, Üdele. Was für eine tolle Natur. Ja, ich habe an dem Bach meine Wasservorräte aufgefrischt und mache das jetzt so, wie ich gestern Abend geplant habe. Ich laufe zum großen Oser. Osser, großer Osser heißt das, das ist besser. So, und ich laufe jetzt einen Forstweg,
über Lohberg und ja, das ist unspektakulär. Wenn es was gibt, dann melde ich mich. Und gleich kommt das nächste Highlight. Ja, und bei dem Tante-Emma-Laden in Lohberg habe ich zwei Semmeln gekauft, einen Leberkäse, eine Knackwurst, ein Bier. Das finde ich gut, dass es sowas noch gibt. So, jetzt bin ich auch wieder gut versorgt und muss mir um meine Ernährung sowieso keine Sorgen machen. Das ist Bayern. Kleine Kapelle. Kirschglocken. Oh, ich habe einen schönen Platz gefunden für mein Picknick. Und zwar an diesem Ehrendenkmal. Schön, dass es sowas gibt. Feinste bayerische Semmel mit Leberkäse. Was will man mehr? Und zu einer echten bayerischen Brotzeit gehört natürlich ein bayerisches Helles. Zum Wohl. Die Kirche von Lohberg. Gehen wir mal rein, vielleicht hat sie ja auf. Ja, wenn ich was mit dem Herrn zu besprechen habe, dann ist es meine Bitte nach einer sicheren Tour ohne Unfälle. Jetzt geht's rauf zum Ossa. So geht's die ganze Zeit den Berg hoch. Boah, strengt mich tierisch an. Ja, wird doch. Aber 1,9 Kilometer in den Bergen bei Schnee ist was anderes als im Flachland. Aber wird doch. Und auf geht's. Ja, je weiter oben man ist, desto mehr Schnee und desto mehr Spaß macht es. Ich weiß nicht, aber weit kann das nicht mehr sein zum Gipfel. Oder täusche ich mich? Alles eine sehr schöne Landschaft. Ich bin eigentlich auf dem Gipfel gefühlt, aber ich finde das blöde Gipfelkreuz nicht. Und jetzt ist kurz nach 16 Uhr. Ich brauche einen geeigneten Lagerplatz, will das noch im Hellen aufbauen. Aber hier ist nicht so wirklich was. Ich brauche eine Fläche von ja, 10 Quadratmeter, die irgendwo eben ist. So langsam werde ich unruhig. So, ich bin mal auf Nummer sicher gegangen und habe an der erstbesten Stelle meinen Tarp aufgebaut. Diesmal als Tipi-Zelt, geschlossene Variante. Ja, ja, Sicherheit geht halt immer vor. Ich mache mir keinen Stress. Vielleicht gehen wir mal rein. Ja, nicht schön, aber selten. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da ist meine Isomatte, mein Schlafsack Carinthia Defense 4 und mein Rucksack auf der anderen Seite. Ja, und ich möchte mir jetzt was grillen, einfach als Belohnung. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege mit dem Holz.
ja, mit dem Feuer machen, haut hin. Das mit dem Steak grillen kriegt er auch noch hin, oder? Freue mich schon wahnsinnig auf das Steak. Ah, gleich schön warm hier. Unglaublich, was ein kleines Feuer alles ausmacht. Und nicht zu vergessen die Semmel aus dem Tante-Emma-Laden von heute Mittag in Lohberg. Guten Appetit. Ja, und nach so einem schönen Mahl ist Zeit für die Haier. Gute Nacht, bis morgen. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Ja, ich habe eine schöne Nacht gehabt, war minus 5 Grad. In meinem Tarptent war es ja fast kuschelwarm. Ist wirklich eine nette Aufbauform. Doof ist bloß das Ein- und Aussteigen, aber ansonsten alles schön. Ja, jetzt bin ich dabei, mein Lager aufzuräumen. Ich zeige euch einfach mal, wie weit ich bin. Ja. Naja, sieht ein bisschen aus wie eine Pennerhöhle. Aber gut. Dauert ganz schön lange. Aber was soll's. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Meine Güte, und das Abbauen dauert und dauert und dauert. So, links Deutschland, rechts Tschechien. Und vor uns der große Osser. Bin nach wenigen, ja, 100 Metern schon wieder ziemlich erschöpft. Ich trinke zu wenig. Mein Urin ist ja nicht nur gelb, ich würde schon sagen orange. Ich gucke, dass ich irgendwo eine Rast machen kann und dann trinke ich einen Tee. Alles mit dem Seil gesichert jetzt. Jetzt wird's alpin. Ja, und da ist es, das Gipfelkreuz. Links Bayern, rechts Tschechien. Der große Osser ist bezwungen. Was für ein cooler Gipfel. Was für ein cooler Gipfel. Ah. Und das Wetter ist richtig Suppe. Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Mein Plan war eigentlich vom großen Osser über den Grenzsteig, der verläuft eben, wie der Name schon sagt, zwischen Deutschland und Tschechien, zurückzuwandern nach Bayerisch-Eisenstein. Der ist leider einfach nicht begehbar. Und ich habe mich jetzt entschieden abzusteigen, zurück nach Lohberg und dann überlege ich, was ich weitermache. Bin ein bisschen enttäuscht, aber ich muss das so annehmen, wie es ist. So, dafür aber ein Schweinebraten. Na, wer bist denn du? Ja, guck schön in die Kamera. Machst du gut. Ja, ich bin trotz dieser sehr leckeren Mahlzeit gerade eben total abgenervt, weil ich habe jetzt in diesem Dorf Lohberg und Zweitdorf Lohberg-Hütte versucht, eine Pension, Gasthof, Hotel zu kriegen. Die haben alle dicht gemacht, renovieren, sind in Urlaub, bla 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 bla. Da willst du schon mal anständig und artig sein, geht gar nicht. So, also suche ich mir einen Schlafplatz wieder mal im Wald und dann schauen wir morgen weiter. So, hab mir ein Nachtlager gesucht. Ist das doofe.
wenn es ab 16 Uhr dunkel wird. Man hat so wenig vom Tag. Ja, ich zeige es euch mal wieder. So, ja, meine Stromversorgung ist auch ziemlich im Eimer. Akkus vom Handy spielen nicht richtig mit. Powerbank ist so gut wie leer. Also muss ich mal ein bisschen sparen und gucken, dass ich morgen vielleicht ans Auto rankomme oder in ein Hotel gehe, wenn da mal eins aufhört hier in der Gegend. Ich sag euch schon mal gute Nacht. Ja, schönen guten Morgen. 6 Uhr ist es. Ich kann nicht mehr schlafen. Ist noch dunkel, aber wird ja gleich hell. Ich laufe los in Richtung Bayerische Eisenstein. Ja, diese Nachtwanderung, sage ich mal. Früher Morgen ist ja noch Nacht. Die haben immer so was Magisches. Ich glaub's nicht. Was für eine tolle Schutzhütte. Und die ist sogar offen. Ach, sowas muss man wissen. Hier mache ich meine Frühstückspause. Ganz sicher. Ja. Ich probiere mal bayerisch. Das ist ein Gefall vor Freiheit. Ein schöner Fleck, wo man einfach einmal durchschnaufen kann. Abseits vom ganz normalen Wahnsinn. Na gut, wenn ein Preuße das probiert, ist es nicht perfekt. Aber ich finde das so liebevoll von der Familie Aschenbrenner, die diese Hütte hier gebaut hat. Ich hoffe, das ist okay, dass ich die nutze. Sie ist offen. Ich verhalte mich hier ganz anständig. Hier muss auch schon jemand mal da gewesen sein. Hier liegt Geld. Ja, vielleicht einfach als Dankeschön. Ich werde hier nichts weiter anrühren. Aber das ist so perfekt. Die haben hier einen Ofen eingebaut. Die feiern wahrscheinlich hier Advent, die Familie Aschenbrenner. Also ganz, ganz toll und ein Dank. Und wie gesagt, ich rühre nichts an. Ich habe hier bloß meine Suppe gemacht, rote Beete und Feta-Suppe und noch meinen Tee ergänzt. Danke, liebe Familie Aschenbrenner. Ja, und weiter geht's. Ich habe auch noch ein paar Euro dagelassen. Ich denke, dass das auch so gedacht ist, von der Familie Aschenbrenner diese Hütte Wanderern zur Verfügung zu stellen. Und ein bisschen Dankbarkeit muss man einfach zeigen dafür. So, aufi! Weiter, weiter, immer weiter. Ein Wintermärchen. Ja, jetzt bin ich doch noch auf dem Grenzweg gelandet. Das ist das erste Stück. Linke Seite Tschechien. Rechte Seite Bayern, Deutschland. Und ich bin ja der Einzige, der hier laufen kann auf dem Grenzsteig. Warum? Weil ich Schneeschuhe anhabe. Ja, kann's nicht anders sagen. Ein Wintermärchen. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde zu laufen, da bin ich in Bayerische Eisenstein. Ja, schon mal ein kleines Fazit. Was für eine geile Tour. Alles gehabt. Den großen Aber, den großen Osser, Schneeschuhwandern, leckeres Essen. Also, kann ich wirklich nur empfehlen, diese Region. Großer Aber, großer Osser, Bayerischer Wald. Deutschland ist so schön.
Das letzte Stück Grenzsteig ist auch erste Sahne. Traumhaft. So will man wandern. So, ihr Lieben, im Hintergrund seht ihr Bayerischer Eisenstein. Ziel ist erreicht. Ich hoffe, euch hat diese Tour gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, wie schon gesagt. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ich freue mich, wenn euch das, wie gesagt, gefallen hat. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt mir ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.